sehr starke Rolle. Das spürt man heute nach wie vor, dass die Frauen sehr viel zu sagen haben. Davon zeugt auch das neue Album von Mokumba. Es heißt Luyando, das bedeutet Mutterliebe. Und gewidmet ist es den starken Müttern und Frauen des Tonga-Volkes. Kurz nach 19:30, Zeit für die Nachrichten. Tom Brandenberger. In den Überschwemmungsgebieten des US-Bundesstaates Texas ist die Lage weiter dramatisch. In der Millionenmetropole Houston sind die Leichen von 6 Menschen, darunter 4 Kindern, in einem Auto entdeckt worden. Damit ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 33 gestiegen. Die Behörden befürchten allerdings, dass sich das wahre Ausmaß der Katastrophe erst noch zeigen wird. In Houston selbst geht das Hochwasser langsam zurück. Dafür steigen in den Städten Beaumont und Port Arthur die Pegel. Der Tropensturm Harvey ist unterdessen in den vergangenen Stunden ins benachbarte Louisiana weitergezogen. Auch dort werden nun massive Regenfälle erwartet. Morgen kommt der Nationale Sicherheitsrat zusammen, um über das umstrittene, von der ÖVP gewünschte Sicherheitspaket zu verhandeln. Die Chancen auf eine Einigung sind gering. Alle anderen Parteien schließen eine Zustimmung zum Entwurf in der derzeitigen Form aus. Datenschutz und Rechtsschutz würden nicht ausreichend berücksichtigt. Das Paket sei ein Eingriff in die Grundrechte und Freiheiten der Bürger, so der Tenor. ÖVP-Innenminister Sobotka kann die Kritik nicht nachvollziehen. Wo sei die Logik, wenn man die Telefone abhören könne, aber nicht die verschlüsselten Dienste, argumentiert Sobotka im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal. Die Position